Charlie fragt PietSmiet, welche Technologie, welche ihr als extrem unnütz anseht, wollt ihr unbedingt haben? Kennt ihr diese Videos von oder GIFs von irgendwelchen Maschinen, die nichts anderes tun, außer sich selber irgendwie wieder zu schließen? Ja? Es gibt beispielsweise diese Box und die hat einen Mechanismus. Und wenn man den aktiviert, dann kommt eine Hand raus und macht es wieder zu. So, finde ich voll dumm, aber irgendwie geil. Da gibt es echt viele von, ja. Smartwatches finde ich zum Beispiel super unnütz. Das ist keine Werbung, aber Werbung durch Markennennung, eventuell, keine Ahnung. Okay, weißt du, keine Ahnung, ich habe keinen Bock zum Markieren. Ich habe keine Ahnung mehr, ich habe eine Smartwatch. Mittlerweile echt unsicher wegen diesem ganzen Werbungs-, Markierungsgedöns, ja. Egal, ich habe auf jeden Fall eine Smartwatch, halt für extrem unnütz, ja. Braucht kein Mensch, ja. Der relevante Vorteil von der Smartwatch ist nicht existent. Aber fand ich geil. Ist das eine Technologie, die es noch nicht gibt oder die es schon gibt? Wenn es eine Technologie ist, die es noch nicht gibt, dann hätte ich gerne ein Klimagerät quasi, was man um einen schnürt oder einen Anzug, so sag ich mal, den man anzieht, der quasi dann sein Klima einstellt. Du kannst so 18 Grad einstellen und dann ist es schön kühl. Oder halt, wenn dir kalt ist oder sowas, dann stellst du halt dann auf 25 Grad halt für den Winter und so weiter. Das wäre nice, wenn es das geben würde. Also wäre auch nicht unnütz. Scheiße. Popcorn-Maschine wollte ich immer haben, aber das ist keine Technologie. Tja. Was ist denn extrem unnütz? Es ist, irgendwas hat immer einen Nutzen. Keine Ahnung. Fällt mir eine Sache zu ein. Die Möglichkeit, Weltraumtourismus zu machen, also dass ich jetzt quasi oder wir alle nach oben ins Weltall fliegen können, einfach so mal ein bisschen gucken, mal den Mond erkunden, ist als Technologie machbar, teuer, also mehr oder weniger machbar, das kommt ja jetzt alles so langsam. Für die Leute mit genügend Geld soll das wahrscheinlich in ein paar Jahren kein Problem sein. Würde ich auch gerne machen, aber ich finde das einfach die mega Umweltverschmutzung. Also nur, um mal zu sagen, hey, ich war auf dem Mond, wird die Umwelt noch so viel mehr verschmutzt und so unnötig belastet. Also dass wir im Weltraum forschen und alles, das ist sinnvoll, glaube ich schon. Aber sowas wie Tourismus ist eigentlich nur für die Umwelt schädigend. Finde ich jetzt eine schwierige Frage, weil Technologie ist ja im Endeffekt schon was sehr Grundlegendes, die extrem unnütz sein soll, aber die ich unbedingt haben will. Da fällt mir echt nichts ein, denn ich gehe davon aus, dass es nicht so ganz günstig ist. Und also so einen gewissen, ab einem gewissen Betrag hätte ich schon gerne Sachen, die ich auch als nützlich ansehe und nicht einfach nur für Bullshit kaufe. Deswegen kann ich dir da irgendwie keine Antwort geben. Was ich als unnütz ansehe, will ich nicht haben. Hä?